Willkommen auf den Straßen von Berlin. Zwischen Hochhäuser, Ratten und Benzin. Hallo an alle Zweiradfreunde und natürlich auch an alle weiteren Verkehrsenthusiasten. Folge 60 starten wir heute mal mit einem großen Knall. Was war das denn? Das war das Geräusch, wenn eine Feder bricht. Marmor, Stein und Eisen bricht. Nur bitte meine Feder nicht. Ja, es tut mir leid, aber es ist mir gerade spontan eingefallen. Und dann bringt man sein Auto nichtsahnd in die Werkstatt und bekommt es dann mit einem Clip auf der Dashcam zurück. Ich würde sagen, da wurde dem Auto von rechts gleich zweimal hintereinander die Vorfahrt genommen. Hat sich entschuldigt. Ich persönlich bin ja der festen Überzeugung, dass sich der Polofahrer aus dem letzten Clip jetzt einfach nur ein Polo von Miles gemietet hat, damit er mir gleich nochmal die Vorfahrt nehmen kann. Weil mit dem Mietwagen kann man ja fahren, wie man will. Und macht bei unserer kleinen Befragung zum Thema Podcast-Nutzung mit. Das Ganze ist wirklich schnell ausgefüllt und dauert nur ungefähr 5 Minuten. Oh, da hat sich wohl jemand beim Bremsen mit seinem gemieteten Audi verschätzt. Von welchem Carsharing-Unternehmen der wohl ist? Meine Fresse. Auch immer sein, ne? A few moments later. Guck mal, der Weiße blinkt nach rechts, obwohl er links abbiegen will. Aber darum geht's nicht. Sondern es geht natürlich um den schwarzen Audi von Miles. Ja, wüsste ich auch nicht, wenn ich. Was denn? Da ist ein Mietwagen, da muss man jetzt zwar. Fahrrad. Naja gut, und um das Fahrrad, was bei Rot rübergefahren ist und dann fast vom Smart umgefahren wurde. Apropos rote Fahrradampel. Die Fahrradampel hier ist gerade rot geworden und da wird der Fahrradfahrer doch bestimmt anhalten, oder? Ich will ihm jetzt nichts unterstellen, aber es ist eine Taktik zu sagen, guck mal. Du bist doch gerade mal rot gefahren. Blöde Null, bitte. Ja, du. Ihr hattet rot. Der Voltfahrer hinter mir wartet seelenruhig mit an der roten Ampel, bis er irgendwann feststellt, oh, jetzt habe ich eigentlich auch lange genug gewartet, jetzt kann ich ja einfach mal losfahren. Nur blöd, dass kurz danach die Ampel grün wird und ich auch losfahre. Oder ich hätte es wissen sollen. Billy geht in die Küche, wo er das Frühstücksgeschirr im Abtropfgestell stehen sieht und deponiert die Einkaufstaschen auf der Arbeitsfläche. Tja, ich glaube, das war rot. Ne, der hatte eigentlich da gewartet. Ja, sag mal. Ey, das glaubst du alles nicht? Guck doch wenigstens. Ach ja, die weltbekannte Berliner Freundlichkeit. Sie mit ihrem Fahrrad fährt einfach, Alter. Auch mit dem Fahrrad muss das stehen bleiben. Tja, aber wenn man die Regeln nicht kennt, muss man sich ja bekanntlicherweise auch nicht daran halten. Und rechts vor links ist sowieso nur eine Empfehlung. Boah, ey, schon wieder so ein Radfahrer, der auf dem Gehweg fährt. Nee, Spaß, der darf da fahren. Der Gehweg ist für Fahrradfahrer freigegeben. Aber was den Rollerfahrer angeht, der darf da nicht fahren. Aber ist natürlich praktisch, ne? Man mogelt sich ein bisschen über den Gehweg, dann noch kurz um die Kurve und dann wieder zack auf die Straße. Ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, dass sich Rollerfahrer nicht entscheiden können, ob sie gerade Motorräder sein wollen oder Fahrradfahrer. Der Rollerfahrer in dem Clip hier von Robert kann sich auch noch nicht ganz entscheiden. Aber letztendlich ist es dann doch das Fahrrad geworden. Alter,
Da fährt der um mich rum über den Radweg auf, über Rot. Hat was. Ja, kann man so sagen. Mama. Das glaubt man alles nicht. Und der Rollerfahrer hier wäre lieber ein Motorrad. Jetzt fragt ihr euch warum? Naja, weil Motorräder das mindestens genauso gut können wie er. So, wir sind jetzt also bei unserer kleinen Parade der Zweirad-Akrobaten bei den Motorrädern angekommen. Schneiden haben wir jetzt schon das zweite Mal dabei, dann schauen wir mal, was die Motorräder sonst noch alles so können. Ja, der silberne Golf ist bei Gelb gefahren, aber das Motorrad hätte trotzdem noch warten müssen. Na, eine Ampel, ich denke mal, das wird ein Rotlichtverstoß werden. Jap, da hatte ich recht. Das sieht spannend aus, mit gleich zwei Perspektiven. Und da kommt ja von hinten ein Motorrad auf der Abbiegespur. Wer hätte damit nur rechnen können? Ja, die Aktion von Nulux war auch nicht astrein, aber der Motorradfahrer ist immer komplett bekloppt, oder? Was wird das denn? So, da ich jetzt mit den ganzen Fahrrad-, Roller- und Motorradclips wahrscheinlich sowieso alle Zweiradfahrer vergraut habe, kann ich jetzt auch Werbung für eine Autodashcam machen. Denn der 10€ Rabattcode für die Abasca 8 ist nur noch bis Mittwoch, den 31.08. gültig. Das heißt, wenn ihr bis dahin mit meinem Rabattcode ABASCJXD eine Abasca 8 kauft, bekommt ihr 10€ Rabatt auf die Kamera. Falls das Ganze jetzt euer Interesse geweckt haben sollte, habe ich euch oben in der Infocard nochmal das Review-Video verlinkt. Und falls ihr mich einfach nur so unterstützen wollt, könnt ihr auch gerne über den Amazon Reflink auf Amazon gehen und irgendwas anderes kaufen. Ich bekomme dann da trotzdem eine Provision. So, das soll es dann jetzt auch mit Werbung gewesen sein. Ich glaube, alle, die Scary Movie gesehen haben, wissen, wer da gerade unterwegs ist. Shorty, I know you ain't driving without no papers. I got papers, blunts, bongs, all the ingredients to make a high nigga pie. Jetzt die Frage an euch, wie hättet ihr euch verhalten, wenn ihr in der Situation des blauen Dutchers gewesen wärt? Wärt ihr, nachdem der Gegenverkehr abgebogen ist, noch in die Kreuzung reingefahren oder wärt ihr auch da stehen geblieben? Ich persönlich finde das an der Stelle da auch sehr ungünstig, dass man hintereinander abbiegen soll, weil voreinander würde dieses Problem halt einfach nicht auftreten. Hier nochmal eine ähnliche Situation, diesmal aber aus der Sicht des Querverkehrs und mit der Entscheidung, dass die Person doch in die Kreuzung einfährt. Und hier nochmal eine weitere Szene zum Thema Kreuzung räumen, in der ich euch entscheiden lasse, wer sich da falsch verhalten hat. Ich glaub's ja wohl. Wen übrigens interessiert, warum sich in diesem Clip die Scheibenwischer mitten auf der Scheibe befinden, der kann sich gerne Folge 58 angucken, da erkläre ich das am Anfang. Ich freue mich, euch die Kreuzung Alexanderstraße-Ecke Karl-Liebknecht-Straße vorstellen zu dürfen. Es gibt an dieser Stelle genau eine Linksabbiegerspur und auf der befindet sich Thomas. Alle anderen Autos, die in diesem und auch in den zwei folgenden Clips irgendwo anders fahren, biegen schlicht und ergreifend falsch ab. Und ich finde das Ganze sehr witzig, weil ich die Strecke nämlich auch schon mal lang gefahren bin und eigentlich der Meinung bin, dass die Abbiegespur jetzt nicht so kompliziert ist. Ja.
Und da wir gerade eh so schön bei Chaos sind, hier noch ein Clip von der Invalidenstraße Ecke Ackerstraße. Ja, hallo, du bist bescheuert, ey. Was ist hier? Ja, jetzt wäre ich ja gerade eben die Lücke gefahren, ich stehe hier im nächsten Weg. Ich lasse den Clip mal einfach im Hintergrund durchlaufen, während ich hier die Verabschiedung mache. Wir sind nämlich auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe natürlich wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Falls ja, dann lasst doch gerne ein Like, Kommentar oder Abo da und dann sehen wir uns auch schon in 2 Wochen wieder. Bis dahin, ciao!